Vorweg möchte ich Folgendes anmerken. Hunde sind eine große Verantwortung. Ein Welpe sollte nie spontan angeschafft werden. Ihr formt diesen Hund von Anfang an und seid verantwortlich für die Erziehung und sein Verhalten als erwachsener Hund. Stoppt den illegalen Welpenhandel und informiert euch vor der Anschaffung bitte genau. Links dazu gibt es in der Videobeschreibung und weitere Informationen könnt ihr da abrufen. War mir besonders wichtig, dieses Thema anzusprechen, weil ab 2020 war ja der komplette Haustierboom ausgebrochen. Jeder hatte, besonders bei Hunden, einen Welpen. Es mussten immer Welpen sein, junge Hunde. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Die Tierheime sind überfüllt und keiner weiß mehr, wohin er mit seinen Welpe, der jetzt ein Junghund geworden ist oder so, hin soll. Bitte seid euch im Klaren, das ist nicht nur eine Sache von ein paar Monaten, wo der Hund ein Welpe bleibt, sondern auch folgend, wenn der Hund dann mal seine Größe erreicht hat und 30, 40 Kilo hat und dann auch erwachsen ist. Und das kann bis zu 10, 12, 15 Jahren sein. Die muss ich leider nachkommentieren, weil einfach die Fahrt so regnerisch war, die 2 Stunden, die wir da hingeguckt sind, dass man mich kaum im Auto hören konnte. Ich bin zusammen an diesem Tag mit meinem Vater hingefahren und wie ihr seht, es war einfach bombastisches Wetter, hat aber meine Laune überhaupt nicht verändert, weil ich einfach aufgeregt war. Ich war sehr nervös und ich konnte es halt wirklich kaum glauben, dass jetzt dieser lang ersehnte Wunsch endlich in Erfüllung geht. Die Blue habe ich mit 8 Wochen abgeholt, habe sie aber davor auch noch während der Aufzuchtsphase mit ihren Geschwistern besucht und habe sie auch noch weiter kennengelernt. Davor habe ich auch noch die Eltern beide gesehen und kennengelernt und auch die Halter davor. Natürlich auch lange Gespräche geführt wegen dem Hund und jetzt ist sie halt endlich bei mir. Diesen Tag fiebert man so hin, weil es einem eine Ewigkeit vorkommt. Jetzt sind schon fast 2 Jahre vergangen. Das ist einfach so krass, wenn man sich das so im Nachhinein dann überlegt. Aber ja, das war wirklich für mich ein ganz besonderer Tag. Und einfach diesen Hund dann in den Arm zu halten, dass jetzt einfach nur ein Haufen Hund ist, weil die passt ja einfach da in der Hand, wie ihr seht, war schon einfach so ein ganz besonderes Gefühl von, ich bin jetzt verantwortlich für dieses kleine Wesen, was irgendwann mal richtig groß wird. Und es war einfach was ganz Besonderes, das einmal von klein auf an hier mitzuerleben. Da die Fahrt so lange war, mussten wir auch ein paar Stopps machen, weil ich nicht wollte, dass ein Malheur passiert. Sie hatte jetzt vor der Fahrt noch nichts gefressen. Das hat auch die Halterin extra dann so gemacht, damit sie auch nicht bricht oder sonstiges. Aber ich war schon sehr überrascht, dass sie überhaupt an der Raststätte dann sich lösen konnte und war auch total stolz wie Bolle. Kann man sich ja natürlich vorstellen, aber das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es um die Stubenreinheit geht. Und dann sind wir auch weitergefahren. Und was ich direkt mal von Anfang an sagen muss, die war so unglaublich ruhig. Die hat geschlafen. Die hat nicht gefiebt, nix, gar nix. Ich habe mir die ganze Fahrt irgendwie vorgestellt, der Hund wird jaulen, die wird ihre Mutter vermissen, die wird ihre Geschwister vermissen, aber gar nix. Die Blue war von Anfang an schon eine echt entspannte und coole Socke für die Rasse, die sie halt vereint. Das muss man da einfach ganz klar sagen. Jetzt denke ich, kann man gut auf den Aufnahmen den Ton hören. Ich werde den dann jetzt auch laufen lassen. Zaheia machen? Wir halten gerade an für einen Zwischenstopp, damit sie einmal pullern kann. Und jetzt ist es still. Nein, wir müssen einmal raus, weil die Strecke einfach zu lang ist. Vielleicht pullert sie ja dann einmal. So, Schatz, Kopf hoch. Kopf hoch. Wir kommen wieder in Kaplinfort an. Und der Wuffi ist komplett am Schlafen und so entspannt. Und läuft ja gut. Und es hat aufgehört zu regnen. Ha, sehr schön. So, werden die langsam wach. In unserer Siedlung sind nämlich ganz viele Hubel. Na, kurze. Was ist denn da los? Ui. Ja, gut, dass dir nicht schlecht geworden ist. Ich glaube, du kannst schon sehr gut Auto fahren. Ja, das glaube ich aber auch. Ja. Die Bändchen. Ja nur. Schau, das sieht verunsichert aus, Schatzi. Los ist er. Also hier werden wir anhalten. Hier sind Garage und auf neutralem Boden, damit die Ara da auch zukommt. Hallo, sind Sie auch wach? Hallo, wir müssen nämlich jetzt aussteigen. Und dann kommt die Ara dazu.
Ihr seht, Hundis sind alle da, Ara hat kein Problem. Sie schließt schon Freundschaften. Lassen wir alles ruhig angehen. Hi, Ara. Ist ein Baby, ne? Hm? Ja. Alles neu. Du bist immer dich, cool, ja? Ne? Keine Geschwister mehr, aber die Ara ist ja da. Die Ara ist da und der Piero. Super, bist du fein. Oh, genau da an der Stelle kraulen. Oh, ist das toll. Oh. Ja, du bist auch toll, aber du musst warten. Du musst aber warten. Ah, sehr geil. Die Ara ist auch dran. Ne? Ja. Bei jedem sofort, guck mal. Oh. So, dann lasst mal rein, wenn sie noch nicht Pipi machen muss. Ja, guck mal. Die Ara hat sich gerade gefreut, als sie die gesehen hat. Ja. So richtig so, oh, ein Baby. Ist auch gedacht so. Oh. Ja. So, da müsst ihr jetzt immer aufpassen. Ja, weil das wird nämlich scharf. Komm, komm, Lu. Ja, aber trotzdem musst du ja nicht unnötig überranken. Aber sie soll nochmal Pipi vielleicht machen? Ja. Ara, Ara, komm her. Papa, Papa, dies. Hier. Jawohl. Hallo, du auch. Du auch, Schatz. Ja, du kamst vorhin. Ne? Du auch. Upsi. Du auch. Wir werden viel trainieren, aber heute ist erstmal Ankommtag. Du weißt ja gar nicht, wo du bist, ne? Wäre schön, wenn du einen einmal Pipi machen würdest, bevor wir reingehen. Jetzt ist nichts mehr sicher im Garten. Da wisst ihr Bescheid. Und jetzt warte ich, bis Baby Blue einmal vielleicht gepieselt oder gekackit hat. Denn das soll sie nämlich draußen machen. Ne, nach dem Essen immer einmal raussetzen und dann warten. Und ne, ja, ist eine Leine, die kennst du noch nicht so. Aber ich will jetzt nur nicht, dass du jetzt irgendwo abhaust. Und dann, ja. Was ist das? Wir hören zum ersten Mal den Sound von einem Telefon bei uns. Oh. Darf ich vorstellen, die erste grasfressende Kuh? Lecker. Nom, nom, nom. Es gibt gleich etwas zu fressen fürs Baby und fürs andere alte Baby. Das wollte ich jetzt hier sehr gerne noch nachkommentieren. Und zwar haben wir jetzt hier die Situation, es gibt das erste Futter. Jetzt kann man ja sagen, ah, das ist der erste Tag, gib den Hund das so. Meine hat gelernt, wenn es Futter gibt, stürzt man sich sofort auf das Futter drauf. Die hatte insgesamt 12 Geschwister und ist immer dahin gegangen. Wir haben auch noch den Faktor bei uns, dass wir da eine Katze haben. Sie soll vom ersten Futter an lernen, man geht nicht sofort zum Futter hin. Die Ara wartet schön im Hintergrund, weil die das auch kennt. Und ich mache das auch nur, weil ich weiß, die Ara ist nicht futteraggressiv, die hat damit kein Problem, die verteidigt auch kein Futter, die hört und ich vertraue ihr dazu 100%. Sonst würde ich das nicht so, wie ich das jetzt da mache, dass ich den Hund dann daran führe, gestalten. Das würde ich auch nicht empfehlen. Aber die Blue lernt, man soll erst warten. Also sie durfte nicht einfach hin. Und dann soll sie, wenn ich es freigebe, nehmen. Also sie weiß ja noch nicht, was okay und ist gut und ist, ne, was diese Befehle bedeuten. Aber wenn ich eben halt einen Befehl gebe, dass sie eben halt hin darf. Das habe ich von Tag 1 der ersten Fütterung gemacht. Und ich sage euch, ich kann das Katzenfutter kann ich dahinstellen, ich kann anderes Hundefutter dahinstellen. Es kann Futter runterfallen. Sie weiß, dass Futter tabu ist. Ist besonders beim Freilauf auch dann wichtig, natürlich, wenn der Hund vielleicht irgendwas hat, was er nicht fressen soll, dass er es dann einfach frisst. Und ihr könnt ja eure Erfahrungen in den Kommentaren schreiben, aber das hat mir wirklich geholfen, diesen Hund dann auch so zu trainieren, dass sie Futter nicht frisst, wenn es nicht ihr gehört oder bevor man ihr überhaupt ein Okay oder die Erlaubnis gibt. Natürlich hat Ara sehr viel dazu beigetragen mit ihrer Art und Weise, wie ruhig sie ist und dass sie auch überhaupt gar kein Problem mit Futter hat. Aber man muss auch hier hinzufügen, dass die Ara sich immer gewundert hat, warum die Blue so viel zu fressen kriegt. Während der Welpenzeit hat die Ara dann auch natürlich von der Blue ein bisschen was Futter bekommen, damit da keine Eifersucht entsteht oder das Gefühl, ja, der Welpe wird bevorzugt.
Hier schaut sie sich dann noch die ganze Zeit den Napf von der Ara an, weil das nämlich nach anderem Futter riecht. Da geht sie auch gucken. Aber davon halte ich sie ab. In den nächsten Schritten und auch Tagen, Wochen habe ich dann auch den Katzennapf, weil da immer alle Näpfe stehen, hinzugefügt. Aber das habe ich am Anfang nicht gemacht, weil das war auch einfach zu viel. Und der Pedro kam auch im Nachhinein erst herein, weil alles muss ja Step by Step überhaupt gehen. Der Welpe wird sonst so überfordert und weiß ja überhaupt nicht, oh, überall ist Futter, ich kann alles essen, oh Gott, warum sind hier 5 Futternäpfe? Da hat ja gar keine Ahnung, wer, wie, wo, was da überhaupt eine Bedeutung hat. Der Prinz hat auch schon die Bekanntschaft mit Blue gemacht, aber er hat echt gedacht, zuerst, es wäre eine zweite Katze, weil die sieht ja sehr, also von Weitem sieht sie vielleicht aus wie so eine zweite Katze. Und wo ist der Hund da? Und deswegen hat er erst so richtig dicken Schweif gekriegt und gesagt, boah, was ist denn jetzt los? Aber da ist eigentlich jetzt alles easy. Ja? Wir warten jetzt nur, kein Rasen mehr. Warten jetzt wieder nur, dass ein Geschäft gemacht wird. Und dann gehen wir dann komplett rein, weil dann finde ich es schon zu dunkel, weil wir wollen ja auch eine Routine drin haben, ne? Ja, draußen wird getobt und gespielt, drin ein bisschen ruhig und dann schlafen. So soll der Rhythmus sein. Und wir warten jetzt aufs Häufchen oder quasi das, was folgen soll, ne? Sie hat ein bisschen Respekt vor ihm. Hey! Komm her! Ja, gut gemacht. Der tut dir nicht weh, der kennt Hunger, ne? Außerdem denkt er, du bist ein neuer Bodyguard. Das ist gut gegen andere Katzen. Und er ist irgendwie 14 Mal so alt wie du. Also, ja. Natürlich muss man das alles immer beobachten, aber er versteht schon, aha, das ist ein Hund und keine Katze. Aber der kennt das halt, ne? Schau mal. So was habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist so komisch. Ich find's toll. Jetzt sind alle drei zusammen, also ein bisschen aufgewärmt quasi, plus meine Mutter. Hier, weil abends kriegen beide immer halt noch Snacks und dann machen wir mit ihr Trickdogging und so weiter und er fängt immer die Sachen, ne? Also schon immer. Und jetzt verbinden wir das zu dritt. Klar, passen wir auf, aber es läuft ja schön. Ja, passe ich hier an, schwarz, braun, schwarz. Also hier ist alles dufte. Und sie hat einen weißen Zeh. Und du hast bald ein ganz weißes Gesicht. Und kriegst langsam hier so einen Silberrücken, kriegst du. Ja. Und jetzt kriegt jemand seine dollen 5 Minuten. Wir spielen auch Bällchen und so spielen wir nur draußen. Ich bin der Piro, was ist das denn? Komm hier. Weil, ja, ich gebe dir da gleich dann trinken, weil sie halt drinnen nicht damit spielen soll. Jetzt guckt er wieder so, hä? Ja, das war jetzt lustig. Mit dem kannst du aber nicht spielen. Das würde ich nicht machen. Das interessiert sie natürlich auch. Oh, komm mal. Komm mal. Oh, schnell. Mit dem Ball kannst du spielen. Dann haben wir das aber auch gesehen, da wird trotzdem ausgetestet, was man machen kann. Da muss man immer am Anfang alles immer dabei bleiben. Das ist eine Nacktschnecke da. Hallo meine lieben Hundefreunde. Ich bin gerade bei mir im Welpengatter. Ich mach das kurz zu. Und ihr hört einen Hund, Hundewelpen schreien hier. Hallo. Und ich habe bei mir dafür gesorgt, weil ich ja auch oben hier arbeite und ihr seht, der Hund. Der möchte jetzt eigentlich nur schlafen, aber das machen wir eben gleich. Der Welpe wird hier nicht dauerhaft untergebracht sein, aber ich möchte, dass sie erstens mich nicht bei der Arbeit stört, wenn ich dann arbeite. Und dass sie lernt, dass sie wirklich runterkommt, was bei der Rasse unheimlich wichtig ist. Und deswegen habe ich jetzt hier so eine Art Welpengatter gebaut. Da ist ihre Box. Damit sie hier, kann sie in Ruhe runterkommen und spielen und so weiter. Aber auch, dass sie nicht immer Zugang zu mir hat, weil das muss sie auch lernen. Weil ich hasse das nämlich, wenn Hunde abgöttisch dir folgen, konstant. Das möchte ich nicht. Und hier hinten ist der Floby. Wie gesagt, der kennt ja auch schon die Ara, der hat damit kein Problem. Und ja, das ist ihre Box, die ihr da seht. Das ist eine große Welpenbox, Gitterbox. Nicht, weil ich den Hund da einsperren will, sondern damit ich die wirklich da einnächtigen kann und die sich meldet, wenn sie muss. Ist auch unten mit so Welpeneinlagen, ne? Ausgelegt.
ich möchte sie so besser stuben reinbekommen, dass es auch klappt. Jetzt möchte sie eigentlich nur kuscheln und schlafen. Das ist so das Natürliche, was Welpen natürlich auch wollen, mit jetzt hier zur Ruhe kommen. Da geht sie gleich rein. Sie wird die Nacht wahrscheinlich richtig viel durchfallen. Aber ich möchte erreichen, dass sie so auch durchschläft für so 5-6 Stunden und dass die Stubenreinheit irgendwie ein bisschen beschleunigt wird. Ihr seht, die ist einfach nur platt. Die kommt dann da rein. Gibt es noch was zu trinken? Hier war so ein Kautampen. Ich weiß nicht, ich habe das mal in einem Tauschpaket von, ich glaube, von Chan sogar gekriegt, von den Marys. Hier mit dem Ball. Und da kommen dann noch ein paar Plüschtiere rein. Und ja, auch ein paar Kauartikel. Aber so viel jetzt auch nicht, weil es ist immer in der erste Tag. Und ihr seht, das Baby ist einfach nur fettig. Und ja, war ganz schön anstrengend heute, ne? Jawohl. Ein Welpen, der jetzt bei sich im Körbchen liegt. Natürlich ist sie ja jetzt da am Rumkauen, die soll davon müde werden. Ich werde mich jetzt hier dazulegen und dass sie dann einfach was runterkommt. Jetzt ist sie noch sehr klein. Alle Links von den Sachen jetzt hier, wie auch die Box, das Körbchen und das alles um ein ganzes Spielzeug, ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja dann auch euch holen. Wenn ihr gerade einen Welpen erwartet oder wenn ihr selber schon mal einen Welpen gehabt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Interessiert mich bei den Hundeverrückten, bei den Hundefreunden oder ob ihr euch auch selber gerade vorbereitet. Da hinten, da ist mein ganzes Zeug auch hier für meinen Beruf, für meinen Job und alles. Deswegen, das sind so viele Kleinigkeiten, da sollt ihr jetzt auch gar nicht noch dran. Am Ende kann ich eh alles öffnen, wenn sie dann auch Basics kann, also erzogen ist und so weiter. Aber das wird noch Wochen dauern und so und... Naja, meine Mali, da erwartet man schon ganz schön viel, ne? Du kleiner Energy Drink. Aber werde einfach mal müde. Was müde bedeutet, kau dich in den Schlaf. Da mache ich langsam zu und so werde ich dann über Nächte halt trainieren. Und vielleicht geht ja auch schon gleich der große Geschrei los. Ich weiß es nicht. Ich bleib mal einfach locker vom Hocker. Wenn die Ara dazukommt, kommt die Ara dazu, weil die ist ja sehr, sehr welpenbezogen in dem Sinne, dass sie immer kommt und schaut, aber... Gut, der Hund soll auch lernen, alleine zu schlafen, falls die Ara jetzt doch in den nächsten Monaten nicht mehr da sein sollte, sagen wir es so. Ne? Also das ist das schon so gewollt, dass Blue lernt, alleine zu schlafen, auch wenn wir einen Zweithund haben. Ne, du Furz. Fein hat die Blue gemacht, ne? Fein. Ja, wer einen Welpen haben will, der muss die ersten Nächte oder generell die ersten Wochen der Nächte damit rechnen, hey, der Hund ist noch nicht stumm rein. Na, und jetzt, bevor du Unfug machst, kommst du wieder hoch und wir gehen rein. Wir haben jetzt 10 vor 12. Ich war mit der kleinen Blue schon einmal raus, weil sie ist unruhig geworden. Und dann habe ich sie nach draußen gesetzt. Ein bisschen Pipi ist daneben gegangen, aber nur ganz klein, weil sie hat sich direkt auch hingesetzt draußen und hat auch einmal ihr Geschäft in groß verrichtet. Natürlich mit großem Jubel und die Ara war mit dabei und die war auch nochmal draußen pinkeln. Also ich mache mir bei der Stubenreinheit jetzt nicht so große Gedanken darum, weil ich das alles doch wirklich mit genauestem Auge verfolge. Weil die Welpen halt wirklich jede kleine Gelegenheit dann nutzen. Und wenn sie ein bisschen rumscharren oder hin und her sich bewegen, könnte es schon sein, dass sie müssen. Und wenn man am Anfang wirklich alle 2 Stunden rausgeht, dann kriegt man es auch eigentlich ganz gut ab. Vor allem, wenn sie viel gesoffen haben oder wenn sie halt direkt nach dem Trinken dabei sind. Sie ist gerade ein bisschen am Laufen und Nuckeln in ihrem Schlaf. Und ja, immer am Kauen dabei, natürlich an ihrem Spielzeug oder so. Und... so ist der Plan, dass sie dann die nächsten Tage durchschlafen wird. Ich selber sitze jetzt hier gut bewaffnet mit ein paar Chips. Hier bei mir auf dem Bett. Und bin auch in meine... ja, ich habe eine normale Jogginghose an. Schon halb kaputt, ne? Und auch kein Schlafanzug, weil man kann halt jede Minute mit dem Welpen rausgehen. Es liegen Unterlagen bereit, Sachen zur Reinigung. Hoppala, ich gehe jetzt hier einfach mal runter. So, von meinem Hochbett hier. Habe ich da einmal so Reinigungszeug, dann natürlich hier Zewa und dann diese Untergrundlagen, die Welpen, Unterlagen da fürs Pipi. Und naja, wenn ihr einen schwarzen Hund habt und es ist dunkel, ihr seht fast gar nichts, also so ein bisschen hoffe ich noch,
Sie lässt jetzt hier das Halsband an, einfach damit ich, wenn sie wirklich muss, ich hier sofort die Leine nehmen kann und rausgehen kann. Das ist ganz wichtig, weil jetzt den Hund nicht im Dunkeln dann alleine lassen im Garten, das wäre fatal. Die hat auch noch dazu eine kleine Lampe, sogar von EMP. Yay! Die gab es mir gerade dazu, einfach damit man im Dunkeln Licht hineinbringt, damit man auch sieht, ob der Hund wirklich gemacht hat. Aber ja, also jetzt, wenn ich gleich richtig auch schlafen sollte, mache ich das zu, weil dann schreit sie, wenn sie muss. Aber so wie sich das hier aussieht, ich glaube, die könnte auch so was durchschlafen. Ich hätte es mir jetzt in meinem Fall ein bisschen schwieriger vorgestellt. Aber könnte ja wirklich damit zu tun haben, dass sie einfach so kaputt ist. Und ich habe ja auch noch vorher mit der und Ara gespielt. Und ihr seht, ich bin hier bei mir. Und der Welpe ist da unten. Also die ist nicht alleine, aber wie gesagt, sie kommt nicht zu mir ins Bett. Klar, der Hund darf mal mit ins Bett, aber hier, das ist ein Hochbett und da sollte kein Welpe jetzt drauf sein. Ich werde dem Hund auch jetzt nicht explizit sagen, dass sie mit aufs Bett darf. Da seht ihr. Aber es wird mal ein großer Hund und wenn die ihre 25, 30 Kilo hat, weiß ich nicht. Ich will nicht, dass der Hund sofort aufs Sofa und alles springt. Ich bin halt einfach so. Sondern dass sie es von klein auf kennt, dass sie einfach neben dem Körbchen schläft. Ne? Ja, ich habe hier noch was zu essen. Ich guck mal, wann ich dann schlafe und wann sie vor allem wieder wach wird. Und dann filme ich auch mal, wenn wir rausgehen. Jetzt 12:30 nachts. Und da ich jetzt selber schlafen möchte, werde ich sie jetzt ein letztes Mal raussetzen. Und wach machen. Ihr seht, oh, ich bin ganz dunkel. Wir kommen zur dunklen Seite der Wettenmacht. Keine Ahnung. Ja, Mäuschen, werd mal eben wach. Weil sie soll halt nicht morgen eine Überraschung legen. Mal kurz hier. Sie meine Geruch hat. Ja, meckern nicht, komm. Hey. Dein Bäuchlein krummelt schon. Komm. Hey. 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 Das ist ein bisschen schwieriger als gedacht. Hey. Willst du aufhören, süß zu sein? Jetzt wird schön gemeckert. Und man sieht gar nichts mehr, weil wir beide schwarz sind. Oh. Wer geht jetzt mit uns mit? Einmal Pipi machen nochmal. Möchtest du mit? Na komm, Schatzi. Ja, du gehst auch mit. Immer mal klein verschlafenes Etwas auf dem Arm. Und die Ara. Ist das das Baby? Ja, da denkt sich auch, boah, Kacke, wo bin ich denn hier? So, Schatzi. Ich will nur einmal, dass du jetzt Pipi machst. Und dann, ja, denkt sich auch, boah, scheiße, was will die denn? Oh, hi, Ara. Ist das Baby? Ja, mach mal Pipi. Ja, mach mal Pipi. Bitte nicht auf die Leine jetzt. Ist nämlich was verknotet. Aber sie sucht schon. Lassen wir jetzt trotzdem kurz los. Und jawohl, super. Fein. Und die Ara auch mit dabei. Ja, klasse. Super. Blue. Die hört natürlich noch nicht auf ihren Namen, aber jetzt will sie spielen. Ja, jetzt willst du wieder spielen. Komm her. Hast du gut gemacht. Wir sind nämlich nicht draußen für Spielen, sondern nur für Pipi machen. Aber das muss der Welpe ja noch lernen. Und ja, fertig. Willst du vielleicht nochmal? Nein? Ah, der war schon da. Und? Vielleicht nochmal ein Kacki gemacht? Ja. Mit das Stückchen. Ja. Jawohl, super! Jetzt sind wir wieder drinnen. So. Jetzt mache ich sie wieder in ihrem. Komm hier, Schatzi, komm. Ich weiß, komm hier. Komm hier, na, komm her, Baby. Hallo. Oh, sie liegt sich bei mir. Also, das Baby. Wird sich jetzt ein bisschen wieder in dem Schlaf spielen, hoffe ich.
Und ihr merkt anhand meiner Stimme auch, ich bin die ganze Zeit komplett ruhig. Und versuche ihr so auch Sicherheit zu geben, natürlich. Die ersten Nächte werde ich halt alle 2 Stunden schauen. Jetzt werde ich mich mal schlafen legen für 4. Dann haben wir so 5 Uhr morgens. Und falls sie doch vorher machen muss, sie wird ja schreien, werde ich dann sehen. Und ich warte jetzt auch noch, bis sie eingeschlafen ist, damit ich dann hier das schon mal zumachen kann, damit sie nicht immer Angst hat, dass sie eingeschlossen wird, wenn sie genau da drin ist. Jetzt kratzt sie da wieder rum. Ja, insofern ist das dann der erste Tag bei uns gewesen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass da mein Hund liegt. Kann ich nicht. Wow. Toll.